Der Insi-Modus-Hase hat ein neues Video. Oh nein. Oh Gott, nein! Er lässt sich von irgendeinem Kid triggern. Er sagt, ey, wo wohnst du denn? Du hast keine Gardinen. Und er ist übel sauer und er versucht jetzt so zu tun, als wäre er da nicht sauer. Dachtet ihr wirklich, ich lasse mich von irgendwelchen Gardinen oder irgendeine Scheiße triggern? S-Klasse Range Rover, hau, hi-ha-ha. Oh Gott, nein, oh nein. Oh Gott, nein, oh Gott, nein. Das ist ein Prank-Video. Ich habe nur so getan. Oh Gott, Digga. Aus dem anderen Winkel auf die Raufasertapete gefilmt. Es wird jetzt auch nicht wieder. Oh nein. Ja gut, let's go. Wir haben uns mal dieser schlüssigen Argumentation unterziehen. Der schlaue Hase wird's. Für wen hält ihr mich in Gottes Namen? Und bevor jetzt jemand sagt, ja, und das machst du noch nur, um dich zu retten. Ja, deswegen habe ich so die ganzen Worte voll auf mit meinen Kollegen, wo ich darüber gesprochen habe. Meta, morgen wird beim Intro der dickste Bait. Oh Gott. Lass dann morgen droppen den Hasen. Geschrieben habe, schon im Vorhinein. Ne? Voll der Schlaue. Oh Gott, Alter. Bait. Zu sagen, so, ja, hier, Frau Fiedemann, zeig mal die S-Klasse und den Range Rover, was auch immer. Goofy, Streamer, was auch immer, sagen, hey, was laberst du, du lügst und hier, du bist ein Schnacker. Und das ist der Grund, warum ich auch damals gesagt habe, ich werde mich auch zu gar nichts mehr äußern, weil ich sage ganz normale Sachen und ihr deutet alles auf Lüge und ohne richtige Beweise, das macht ihr immer wieder. Ihr wisst ja, Leute, ich habe bei Call of Duty Gameplay Commentaries gemacht, ich habe richtig viel Fortnite gezockt. Die Games habe ich sowieso alle durchgezockt, euch kann ich Minimum genauso durchballern, okay? Oh, habt ihr wirklich gedacht, mein Ego wäre getriggert? Oh. Aber Kopf, da hört es schon auf, wenn ich eine S-Klasse zeige, dann würde ich zumindest manchmal so drin sitzen und das zeigen, wie ich gerade. Oh, oh Gott. Oh Gott, Alter. Oh nein. So ein Laberkopf. Ja, Mann, Tanzverbot. Du bist der Heftigste. Warum bist du so schlau? Es ist ja gar nicht so, als hätte ich die S-Klasse in den letzten 300-400 Tagen mal öfters meine Instagram-Story gezeigt. Zeig mal den Range Rover, hör, du redest davon, der wird umgebaut und der ist kurz weg und der ist in der Werkstatt. Der ist einfach, der lügt einfach. Irgendein extra Umbau bei einem Range Rover, dass er die schwarzen Elemente auf Carbon umgesneakt hat. Wie kann man nur so lügen? Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. Niemals würde ich auch einen Anwalt verstehen. Der Anwalt hat gesagt, Knast, Steuerhinterziehung zu dem Insi-Modus. Ne? Ich wusste, das wird ein Meme, okay, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ob jetzt alles genauso stimmt, wie ich es gesagt habe oder nicht, okay? Sei jetzt erstmal dahingestellt. Oh Gott, Alter, das kann doch nicht sein Ernst sein. Das ist doch nicht sein Ernst jetzt. Der Anwalt sagt jetzt, der hat sich strafbar gemacht, wenn, er setzt eine Voraussetzung, okay, konjunktiv. Und wenn die Voraussetzung getroffen worden ist, hat er sich strafbar gemacht, und zwar welche? Denn das ist eine Straftat und man kann dafür 5 Jahre ins Gefängnis wandern, wenn er sein Vermögen beiseite oder geschafft hat oder heimlich. Warte mal, ich warte erstmal ab, was jetzt ist. Ja, ich muss gefühlt Millionen hinterhältig in die Türkei oder sonst wo transportiert haben und das heimlich, ohne dass der deutsche Staat Bescheid weiß. Und dann, wenn erst das gemacht worden ist, dann habe ich mich strafbar gemacht. Und er sagt selber. Das wissen wir nicht hundertprozentig. Genau, das weiß man nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man nicht von einer Straftat reden. Und ganz unabhängig davon. Alter. Ja, Christian Solmecke, wie oft soll ich das nochmal sagen? Christian Solmecke kann dich nicht verurteilen. Das ist auch nicht die Aufgabe von Christian Solmecke. Ich wiederhole mich, Alter. Christian Solmecke analysiert YouTube-Rechtsfragen. Der verurteilt dich nicht. Der sagt das einfach so, was wäre wenn. Das macht Christian Solmecke nicht. Christian Solmecke wird dich nicht verurteilen. Es ist auch nur seine Meinung, okay? Das heißt, wenn ich so komische Vollsch... kommen und sagen, oh mein Gott, Digga. Da gibt es einen eigenen StGB-Begriff für, der komplett zusammenfasst, was er getan hat? Heißt, UpRed hat dir im Endeffekt einfach gerade ganz offen zugegeben, Steuerhinterziehung zu begehen. Digga, du hast dich ja richtig hops genommen. Nein, das heißt... Oh Gott, bitte sag mir die Erklärung, bitte. Das heißt... Dass eine angebliche Insolvenzverschleppung irgendwo im Raum steht oder Steuerhinterziehung, das ist alles Bullshit-Gelaber. Erinnert durch ein Inski, okay? Inski Boy hat den Insi-Modus aktiviert. Warum? Er wurde gescammt, der Arme. Paar hundert Case, okay? Theoretisch gesehen, jetzt nur theoretisch gesehen. Wurde ApoRed gescammt? Könnte es bei den ApoRed auch der Fall sein. Was redet der da? Ist der denn jetzt, hat der,
Aber das stellt man ja gar nicht in den Raum, weil das ist ja noch viel zu gut. Den ApoRed, den müssen wir direkt das Böseste vom Bösesten hinterstellen. Und zwar, dass er einfach ein Lügner ist, ein Scammer ist. Dieses Verfahren ist ja nicht mal durch, okay? Man schafft es einfach nicht, neutral zu sein. Und ich rede nicht von allgemein, sondern ich rede hier wirklich nur von maximal 5 Leuten, okay? Das heißt im Klartext für Leute, die es nicht verstanden haben, bei mir gibt es nicht mal irgendwas zu beschuldigen zum Thema Verschleppung. Okay, also was ist denn mit den Videos zu den Wohnungen, die gelöscht wurden, nachdem man sich im Ausland teure Immobilien gekauft hat? Die Sachen, von denen Mimi gesprochen hat. Warum wird denn die Insolvenz angemeldet, wenn gleichzeitig gesagt wird, dass man sich für so und so viel Geld im Ausland eine Immobilie holt? Diese Annahmen basieren ja nicht auf der Tatsache, dass sich irgendwer was ausgedacht hat, sondern diese Annahmen basieren auf der Tatsache, dass Leute sich fragen, hä, was machst du da? Und was ist mit der verfickten Rolex? Hinterziehung oder sowas, das ist alles wieder Schnackgelabert. Aber zu Unge, der unrechtmäßig sagt, ich bin ein Scammer. ApoRed, du bist einfach ein Betrüger. Ach so. Er ist ein Scammer, okay. Und das kann man auch nicht anders sagen. Oh mein Gott, Digga. Hast du nicht damals bei dem Kuchen-TV-Interview gesagt, indirekt, dass ABK auch dich gescammt hat? Oh Gott, Alter, die sind halt alter Schwede, ey. Der Bruder, das ist eine Gruppe, Jungs. Da haben sich zwei gefunden, gleich, alter Schwede. 7000 Euro Playbutton? Kannst du dich nicht erinnern? Und Unge macht er jetzt auf. Der BK hat mich verarscht. Der schickt mir gar nicht den Playbutton. Obwohl du wusstest, was bei ihm privat alles ablief, hast du ihn trotzdem deinen Freund. Hast du so dreckig dargestellt. Oh Gottes Willen. Ehrenmann. Oh nein. Wo war deine Entschuldigung dafür? Du bist doch Mr. Good Guy. Sieh mal die Fehler ein und ApoRed nicht. Bis heute hast du dich nicht mal einmal dafür entschuldigt. Nicht mal einmal Einsicht gezeigt, Digga. Unge, ich weiß doch, warum du getriggert auf mich bist. Ich weiß es doch. Du hast es doch selber gesagt. Dass du da Hitler stiften willst und dich einmischst. Dass du da noch versuchst, von der Seite reinzugrätschen. Du sagst gerade davor, ja, man soll das privat klären. Und nicht öffentlich. Jetzt soll ich der Grund von dem Streit zwischen dir und ABK sein? Was ist das denn für zusammenhangloses Gelaber jetzt? Also, jetzt bin ich gerade raus, weil das verstehe ich nicht mit dem Playbutton. Digga, wen willst du hier verarschen, Mann? Erstmal, mein Video kam sowieso erst nach eurem Streit, wo sowieso alles gelaufen war, ne? Zweitens war ich gefühlt der einzige Große, der noch hinter ABK stand, wo alle auf ihn raufgetreten haben. Drittens, und jetzt sei mal ehrlich, habe ich dir nicht privat geschrieben und soll ich dir meinen geilen Plot-Twist dazu sagen? Du sagst, ich habe Fiddler gestiftet. Okay, pass mal auf. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ne, ich bin zu ABK gegangen und habe gesagt, Digga, Unge, eigentlich so ein korrekter Typ. Er ist gar nicht so ein Dreckiger wie Kuchen oder Mimi. Er ist eigentlich wirklich ein korrekter Hase, ne? Klar, er macht Fehler. Gottes Willen, ist das unangenehm. Und scheiße! Aber vielleicht kann man noch mit ihm reden und so. Ey, ABK war so enttäuscht von dir und er meinte, nimm keinen Kontakt mit ihm auf. Obwohl er das gesagt hat, okay, vielleicht Shitmo von mir gewesen, aber ich hatte eine gute Absicht. Ich habe dir auf Instagram geschrieben und ich schwör's dir, ich wollte die Situation klären. Ich habe dich auf deine Fehler hingewiesen. Ich habe dir geschrieben, damit du mal deine Fehler ein... Oh mein Gott. Ey, kann mir keiner erzählen, dass das nicht abgesprochen ist untereinander. Dass die nicht sagen, ja, jetzt werden wir mal wieder richtig Klicks machen. Schon wieder Weihnachten? Nee, schade. Also warte mal. Hat er denn jetzt den Mercedes? Ich verstehe das jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt aus dieser Mercedes-Debatte raus. Hat er den jetzt oder hat er den nicht? Junge, du hast ABK gefühlt als Scammer von Millionen von Leuten dargestellt. Checkst du überhaupt, was du gemacht hast? Du hättest dich doch einmal nur dafür aufrichtig entschuldigen sollen. Und das wollte ich von dir herauskitzeln, von dir selber, verstehst du? Ich wollte, dass es von dir kommt. Weil wenn es von dir gekommen wäre, ich sag dir mit Garantiesiegel, ne? Ihr hättet kein Beef mehr gehabt. Wäre alles wieder Chico. Und das Geile ist, man will mit dir auf zwischenmenschlicher Ebene kommunizieren. Man ist ja schon connected auf WhatsApp und Instagram, okay? Und dann schreibt man dir, man will das klären. Du ignorierst einfach. Ich meine, du hast auch ABK ignoriert. Bruder, ey, da hat aber jemand wirklich, also da ist ja freundschaftlich wirklich eine Menge Involvierung drin, ey. Das ist ja wirklich so, als würde ApoRed wirklich große Probleme haben, wenn man die Annahme äußert, dass er nicht reich ist. Wo er gefragt hat, wie es seiner Familie geht. Mann, was ist denn los mit dir? Welcher Instagram-Beitrag auch wie von Geisterhand verschwunden ist? Der Beitrag, wo er Ketten bringt. Oh, jetzt die Rolex, genau, das ist interessant. Das interessiert mich wirklich. Dazu wurde mir bis dato nichts gesagt. Und Zufall, das Gewinnspiel ist auch einfach gelöscht worden? Sass. Red, warum hast du das den Post gelöscht? Ja? Wo 10 Gewinne unter anderem eine Rolex verlost werden sollten. Warum hast du das gelöscht? Du hast ja bestimmt was zu verbergen. Wo ist denn der? Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
ist ja wieder Scam. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Leute, ich habe Kontakt aufgenommen zu Cardena Official und ich habe denen gesagt, könnt ihr mal bitte mal die Auflösung nochmal in eure Timeline posten, okay? Wer ist das? Also diese Story, die dauerhaft verfügbar ist. Um euch nochmal so eine kleine Rückhandstelle zu geben. Die waren alle zufrieden, haben ihre Gewinne bekommen. Was wollt ihr in Gottes Namen? Nur weil ich den Post runtergenommen habe, weil ich das Foto nicht ästhetisch genug fand für meinen aktuellen Feed auf Instagram, wollt ihr mir jetzt indirekt sagen, ich habe irgendwo gescammt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Von wo kommt denn diese ganze Scheiße? Von wem kommt denn diese dumme Scheißenergie? Wer ist denn diese Mainströmung von der ganzen Scheiße? Also... Okay, ich verstehe jetzt nicht, was das beweisen soll. Denn die Auflösung des Giveaways wurde ja auch bei diesem Level-Up-Scheiß gezeigt und da hat ja auch keiner was bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das beweisen soll. Aztekisch, ich weiß jetzt auch nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, das sind alles Nebelgranaten. Mr. Psychoknackse, wahrscheinlich himself, Mimi. Kümmert euch doch lieber um ihn, wenn ihr so möchtet, ein Hobbypsychologen seid, okay? Und jetzt, wenn wir beim Thema Beweisen und richtigen Lügen sind. Okay, jetzt geht's los. Boah, jetzt aber lügen. Und auch bei Mimi, okay? Also bis jetzt, okay, S-Klasse, keine Ahnung, nichts gezeigt. Irgendwelche Insta-Stories verstehe ich nicht vom April. Jetzt Rolex, keine Ahnung, ist, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen, dass da eine Insta-Story gemacht wurde, das reicht mir null. Lass doch mal nur kurz aufleuchten. Wie vertrauenswürdig ist dieser Kollege überhaupt? Wie authentisch und wie seriös ist dieser Kollege überhaupt, okay? Was denn jetzt? Okay. Was ist in einer seiner bekanntesten Stories auf ganz YouTube in seiner gesamten Laufbahn die SD-Kartengeschichte, okay? Oh mein Gott, Digga. Oh Gott, jetzt nicht doch die SD-Kartengeschichte. Alter, dass Leon Mascher Mimi mit seiner Gang ausgeraubt haben soll. Komm, jetzt lass doch die SD-Kartengeschichte. Ist das nicht... Bruder, das ist doch... Da ist doch alles zu gesagt worden. Also, wir warten mal ab. Harte Situation, das ist jetzt eine Geschichte. Willst du mir jetzt sagen, dass Mimi die SD-Karte, die gestohlen wurde, trotzdem von der Steuer abgesetzt hat? Da sollte man auch schon immer aufpassen, dass man da auch immer wahrheitsgemäß bleibt, weil das ist eine ernste Situation. Weil ich hatte meine Legria mit ausgeklappten Bildern. Oh Gott, Alter. Das ist nicht mal ein Joke, er macht es wirklich. Er zeigt einfach die Leon-Videos von 2020. Eieiei. Lecco mio. Ist das die Antwort auf dieses Elotrix-Ding? Bruder, ist sein Cutter Mathe-Student, Alter? Bildschirm draußen und hatte den gefilmt und der hat mich währenddessen mit seinem Handy gefilmt. Ja, lustigerweise hat dann Leon die Aufnahme geleakt, wie es dann wirklich aussah. Ey, wir haben das doch alles gesehen. Das ist doch nichts Neues. Alles klar, Digga. Ich hatte meine Legria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen. Dein süßer Kollege KuchenTV sagt, du hast gelogen mit deinem aufgeklappten Display und du hast dich ja gar nicht so verhalten, wie du es dargestellt hast. Wie hat sich Mimi dazu rechtfertigt? Oh mein Gott, also ich habe ja gedacht, jetzt kommt ja, das wird ja aber, das ist ja wieder nur peinlich, ey. Zu dieser Lüge. Das Einzige, was nicht übereingestimmt hat, war, dass mein Kamerabildschirm nicht aufgeklappt war, was völlig unerheblich ist, aber dazu komme ich nachher. Ja, ja, das war nicht die einzige Stelle, wo du gelogen hast. Erzähl mal, was war mit der Stelle zum Beispiel? Oh mein Gott, ich werde von Mimi geschlagen. Du bist ein Spinner, Alter, du bist ein richtiger Spinner. Mimi, tu mir das nicht an, Mann. Immer kam Mimi und Schlagen drin vor, sodass ein Außenstehender dachte, shit, was geht denn jetzt ab? Oh, jeder dachte sich wirklich, what the fuck, was geht hier ab? Er laber keinen Müll, Mann. Also stell dir vor, du bist so verzweifelt, Alter, und sagst das, also ich, also jetzt, ey. Du hast gelogen, du hast gesagt, du hast dem Tag ein rotes T-Shirt an, aber es war in Wirklichkeit weinrot. So ein Argument ist das. Oh. Dealer hat sich vielleicht totgelacht, mehr nicht. Geil ist doch deine Lüge zu dem, was du angeblich... Alter, das ist der wahrscheinlich, das direkt am Anfang gesagt hast. Gegenseitig die Kameras aufeinander gerichtet und dann meinte ich zu ihm, okay, lass uns das beide hier, den folgenden Dialog komplett filmen, sodass sich das keiner irgendwie zurechtschneiden kann. Dass du meintest, ey, lass den Dialog hier komplett filmen, sodass hier keiner was schneiden kann, das hast du erst ganz, ganz spät gesagt. Das sieht man doch hier bei dem YouTube-Video, das hast du nicht so am Anfang gesagt. Also was laberst du hier für ein Müll? Dein T-Shirt ist gar nicht blau, das ist Babyblau, du Lügner. Nehmen. Willst du es oder willst du? Ja, ich will. Wir diskutieren das vor der Kamera aus. Okay. Erklär uns mal, warum. Alter.
Oh, uff. Warum hast du da gelogen? War das einmalig? Ist es ein generelles Verhalten? Ja, also, ich werde jetzt hier mal was machen. Das ist wirklich auch, obwohl wir warten am Ende, aber das ist halt wirklich. Das ist der weakste Exposed, den ich mir gesehen habe. Das ist wirklich, Bruder, das ist so weak, das ist nicht stark. Verhaltensmuster, dass du bei solch wichtigen Sachen lügst. Ah, dann lass doch mal weiter in die Zukunft schauen. Also, ApoRed hat jetzt hier die gleiche journalistischen Anspruch wie ein Bildredakteur. Hier haben wir also festgestellt, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Was, wenn er an allen 800.000 Videos danach gelogen hat? Hä? Was dann? Willst du bei der Welt als Journalist anfangen oder was ist das? Was ist das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Diese Argumentation ist doch super schwach. Bei aktuelleren Videos von dir, da habe ich was. Und zwar... Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wo Mimi noch der Lüge überführt wird. Du hast ja deine Paybacks überarbeitet, okay? Und da haben wir wieder das Thema Gangtour. Da haben wir wieder das Thema, wo du dich ins Backstage-Bereich reingesneakt hast mit deiner Kamera. Okay, lustigerweise, ich glaube, das war sogar diese Kamera hier, ne? Rein zufällig all black. Wir wollen jetzt hier nichts unterstellen. Die Kamera ist auch all black, ne? Da hast du dich ja da hingesneakt und hast uns ja auch aufgenommen. Du sagst ja erstmal aufgeklapptes Display die ganze Zeit. Das ist ja gelogen, so wie es aussieht, ne? Jetzt. Oh mein Gott, das Display war nicht aufgeklappt? Bruder, dann sollte man aber definitiv nochmal eine Steuerprüfung bei Mimi machen, ey. Denn das Display war nicht aufgeklappt. Hat aber Leon in seinem Statement gesagt, wo er das Ganze geleakt hat, wo wir dein wahres Gesicht gesehen haben. Mimi! Nein, Mimi! Hat er da gerade geschrien, komm her? Mimi! Mimi! Wir reden jetzt anders, wir reden. Okay. Alles cool. Ach, mein Video. Wie aggressiv der guckt, alter Junge. In diesem Statement hat er gesagt, dass du erstmal heimlich aufgenommen hast. Und lass mal bitte alle Leon hören, okay? Wann? Bruder, hat der Untermieter, hat der Vermieter Hasi die Miete erhöht? Oder warum ist der jetzt hier so wütend? Ich verstehe das alles gar nicht. Nichts an diesen Sachen beweist irgendwas, nichts, es ist nichts da. Bis jetzt, also wirklich, kann ich nicht verstehen, ne? Wohnt er in so einer Vonovia-Wohnung, wo jetzt 2 Monatsmieten im Jahr draufkommen? Oder was ist jetzt los? Mimi erstmal die Aufnahme gemacht hat und wie er die Aufnahme gemacht hat. So, hat halt die Kamera ungefähr hier in der Höhe gehalten, hat sein Bildschirm extra nicht aufgeklappt, damit man nicht sieht, dass er filmt. Währenddessen hat er gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass er filmt, hat seine Kamera dann so ein bisschen locker nach vorne gehalten, ne? So ein bisschen nach vorne gehalten, hat dann auch meine Kamera gezückt. Wir haben jetzt alle zugehört, Freunde. Habt ihr alle eure Luschen aufgehabt? Leon hat gesagt, dass Mimi die Kamera so hatte, okay? Er hat so heimlich aufgenommen und hatte noch einen Zeitpunkt genannt, und zwar vor seiner Handyaufnahme. Er hat ganz klargestellt. Ja, vor dem Video hätte er auch sagen können, ich versuche mit dem Video nicht davon abzulenken, dass ich in den letzten Videos übel hops genommen wurde. Das Video dient nicht dazu, um davon abzulenken. In keiner Form. Und das versteht jeder dumme Drittklässler, dass er von dem Zeitraum gesprochen hat, bevor Leon diese Aufnahme gemacht hat, okay? Diese Leak-Aufnahme, die er auch gezeigt hat. Ich habe das Ganze auch bezeugt und ich habe das Ganze auch bestätigt. Mimi hat wieder den Baba-Beweis und hat uns wieder mal komplett hops genommen. Jetzt kommt dein Beweis. Ich muss aber sagen, hat Mimi ein bisschen mit dem Goofy-Modus angefangen, indem er einfach heimlich aufgenommen hat. ApoRed hat also gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Mimi wird heute Abend geprankt, Bruder. Der wird geprankt, Digga. Der Mimi wird geprankt, Bruder. Was ist das für ein Anleger? Er saß da und hat gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Ja, wie heimlich kann ich denn gefilmt haben? Wenn ApoRed das von da sieht. Richtig, ich habe gar nicht heimlich gefilmt, sondern offensichtlich. Ja. Danke an ApoRed, dass er das hier mit aus Versehen nochmal bewiesen hat, dass Leon und ApoRed selber dreckige Lügner sind. Okay, Leon sagt, du hast uns vor der Aufnahme heimlich so aufgenommen. Und du sagst, wir haben gelogen. Dein Beweis ist, als du eine Szene zeigst in der Aufnahme. Ich fasse es nicht. Wie du auf der Bank sitzt, mit dieser Kamera so. Ich fasse es nicht, dass das immer noch das Thema der Gangtour 2012 ist oder so. Ey, ApoRed muss sich so heftig helikoptermäßig verteidigen, dass er eine Gangtour macht, wo YouTuber noch in 480p hochgeladen haben.
als Argumentationsgrundlage nutzt. Es ist wirklich wild. Es ist wirklich wild. Ich frage mich, in welchem zukünftigen Szenario wir noch die Gangtour von 2015 oder was auch ich immer noch bearbeiten werden. Ich bin sehr interessiert. Junge, Leon sprach von einem ganz anderen Zeitpunkt. Er sprach von dem Zeitpunkt vor der Handyaufnahme. Also kannst du doch nicht die Handyaufnahme als Beweis nehmen, weil das ja später stattgefunden hat, du Sherlock Holmes. Aber das ist das Ding. Du hast es wahrscheinlich nicht falsch verstanden. Du bist doch der Super Sherlock Holmes. Das soll der Beweis sein? Das sieht dir ganz eindeutig nach bewusster Manipulation aus. Du nimmst Aufnahmen und manipulierst sie so für deine Aussagen. Das machst du. Und das Geile ist, das ist ein Verhaltensmuster bei dir. Digga, ich könnte jetzt den ganzen Tag runterrattern. Wollen wir mal weitermachen? Okay, komm. Mimi hat nicht nur einmal, sondern mehrmals behauptet, dass ich angeblich gesagt habe... Das Video wird übrigens laut. Also der Titel dieses Reaktionsvideos wird lauten: ApoRap schreit laut in einer Wohnung, die mutmaßlich keine Möbel hat. In Klammern, ist er denn nicht reich? Also das scheint ihn ja wirklich, dass man nicht reich ist, scheint er wirklich ein großes Problem zu sein. Okay, ich formuliere es um: ApoRap schreit laut in einer Wohnung, die mutmaßlich keine Möbel und Gardinen hat. Und kein Licht. Und die Tapete blättert runter. Das sieht man doch. Hier. Der schlecht tapezierende Boss. Warte mal, nee, hier unten ist viel schlimmer. Aber eine PS5. Ich sage, die PS5 ist da, damit, wenn die Tapete runterkommt, dass die das abfängt. Ja, der Carina-Chat ist gefaked. Der Chat ist gefaked. Und er hat auch mal wieder hier Beweise geliefert, Leute. Aber Red meinte einfach, der Verlauf ist fake. Und Red behauptet in Insta-Stories einfach, dass die Verläufe gefotoshoppt sind. Alter, ist der Prozess nicht komplett in die Hose gegangen? Er hat doch da verloren, oder läuft das noch? Ich bin bei dem Prozess gar nicht drin. Warum kommt denn jetzt die Carina-Sache? Wollte man das Original hören, was eigentlich wirklich der Fall war? Also ungeschnitten, unmanipuliert von ihm? Durch der Carina-Sache haben mir gerade richtig viele in die DM geschrieben. Red, Digga, die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Wenn das wirklich gefaked ist, wenn man das nachprüfen kann. Aber bevor ich hier dicke Statements raushaue, wird erstmal erforscht. Ich habe nur lediglich gesagt. Oh Gott, oh mein Gott, Digga. Ach du mein Gott, der Sherlock-Hase. Dass Leute auf mich zugekommen sind und meinten, dass der Chat gefaked sei. Ich habe nur gesagt, dass Leute zu mir gekommen sind und alles gefaked war. Das will ich jetzt aber nicht nochmal sagen, deswegen muss man das erstmal überprüfen. Digga, ich weiß, aber bitte hör auf. Bitte lass das einfach, bitte. Das ist ein harter Unterschied, als wenn ich sage, der Chat ist gefaked. Und zusätzlich da. Dazu habe ich sogar den ganzen Chat noch als authentisch bestätigt. Ja, korrekt, dass du das auch mal erwähnt hast. Deine Beweise sind keine Beweise. Deine Beweise sind genau das Gegenteil. Deine Beweise sind Manipulation. Ich kann in deine Videos immer hin und her swipen in deinen Entschuldigungen und dieses Muster ist bei dir einfach... Ich weiß nicht, ob er das nicht bereuen wird. Auch eine Charaktereigenschaft wahrscheinlich. Mimi hat behauptet, ich habe vor Gericht verloren. Was ja bis dato gar nicht der Fall ist. Ich habe bis dato, bis heute, wo ihr gerade das Video seht, noch nirgendwo von irgendeiner Shit-Person die Scheiße über mich behauptet, vor Gericht verloren. Okay, ich bin sehr gespannt auf das Antwortvideo von Dr. Professor Mi, M-E-D, Mi. Das heißt auch wieder hier, stellt man sich die Frage, weil wir wissen doch, Mimi ist gar nicht dumm. Warum? Also, ich glaube, mit dieser Behauptung, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was die Antwort ist. Warum behauptest du jetzt einfach in der Öffentlichkeit, ich habe vor Gericht verloren, wo es nicht der Fall ist? Ich habe jetzt hier mehrere Beispiele genommen, wir wollen das Video nicht auf 100 Jahre strecken, okay? Es ist einfach dein Verhaltensmuster. Du nutzt deine Intelligenz nicht und deinen Cutter-Skill und deine brutalen Bearbeitungsskills nicht, um irgendwelche Wahrheiten aufzudecken, sondern du nutzt sie, um zu manipulieren und um wahrscheinlich zu lügen. Es geht nur um Mimi. Es geht nur um Mimi. Ich habe gerade gehört, dass er gesagt hat, dass er alle Prozesse, die von Leuten gemacht wurden, die ihm was vorwerfen, noch nie verloren hat. Das schließt alle. Also ich glaube, das Wort alle wurde gerade gesagt. Geht aber gerne nochmal zurück. Bis dato gar nicht der Fall ist. Ich habe bis dato, bis heute, wo ihr gerade das Video seht, noch nirgendwo von irgendeiner Shit-Person die Scheiße über mich behauptet, vor Gericht verloren. Okay. Also das klingt schon sehr allumfassend. Ich bin also sehr gespannt, wie die Antwort dazu aussieht. Und das machst du. Du nimmst Aussagen von mir, schneidest sie zurecht, du nimmst irgendwelche Sachen, reißt sie komplett aus dem Kontext. Ich meine, komm, ein Beispiel ist mir noch gerade vor spontan eingefallen. Ey, das Beispiel ist geil. Leute, er sagt...
Aber ich habe ja gesagt, ich bin da irgendwie mit 14 Jahren oder so zum Islam konvertiert, okay? Er sagt jetzt, das ist gelogen, weil... Leute, ich schneide euch an, das muss ich jetzt mal kurz einblenden. Apparat ist ja in Deutschland geboren. Ja, als Ahmad, in Anlehnung an den Propheten Mohammed. Einen muslimischeren Namen kann man kaum geben. Er sagt, das ist gelogen, weil meine Eltern haben mich jetzt Ahmad genannt. Das ist gelogen, deswegen kann ich ja gar nicht konvertiert sein. Das ist ein Beweis? KuchenTV hat seinen Sohn Noah genannt. Ist Noah jetzt der übelste Christ oder was? Oh mein Gott. Holy shit, Mann. Ich denke, es wird klar und ersichtlich, dass seine Beweise überhaupt keine Beweise sind. Ich möchte anmerken, dass er nicht Nein gesagt hat. Klar, hier und da hat er bei irgendwelchen belanglosen Sachen recht, aber... Klar, hier und da hat er vielleicht immer mal unter Umständen recht. Aber dieser Remix mit diesen Scheißgelaber und Rumgelüge, dann ist doch selbstverständlich, dass ich doch gar nicht drauf eingehe. Wenn ich ja Bock habe, wieder mit euch zu spielen, euch zu ballern, okay, dann kann ich vielleicht mal darauf zurückgehen. Aber ich zeige hier weiter Videos, wie ich hier Burger esse und wie ich hier sonst was mache. Das kann man sich jetzt reinziehen. Ich weiß, meine Fans an dieser Stelle, ich liebe meine Fans. Grüße hier draußen. Ich weiß, meine Fans sind immer hinter mir. Ich liebe euch von Tag 1, gerade auch ganzen loyalen Leute, die mega lange am Start sind. Ich sehe euch auch immer in den Kommentaren, ne, wie ihr immer trotzdem hinter mir steht. Ihr wisst einfach, dass... Scheißgelaber, ihr habt vollstes Vertrauen. Wisst ihr warum? Weil ihr mich kennt. Oh Gott, Alter. Das ist der typische, also das ist so der, das ist so die, der, das ist die Influencer-Herangehensweise, die man nur verachten kann. Da wird dem Zuschauer suggeriert, dass er die persönliche Bindung zum Superstar hat. Das ist Manipulation. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich wirklich bin. Wir stehen ja jeden Morgen zusammen auf. Ihr und ich, wir sind ja so. Das ist super, super lame und so durchschaubar. Weißt du, ihr kennt mich? Nee, das kennen sie halt leider nicht. Sie kennen dich nicht. Sie kennen nur ApoRED, den Allerechten, der ein Video schneidet und genauso hochlädt, wie es hochladen soll, so wie es bei jedem anderen auch ist. Das ist super, super, super konstruiert und also darauf fallen 12-Jährige rein, Alter. Das ist doch nicht... Das ist so eine Nebelgranate, Alter. Und diese kleinen Goofies, ne, die kennen mich doch gar nicht. Die behaupten, ja, S-Klasse Range Rover, hier und da, Gewinnspiel. Die haben doch gar keine Ahnung über mich. Tut mir leid. Ich, Main Character, ihr Sidechicks. Und das wird sich auch nicht ändern, die kleinen Goofies. So. Boah. Ja. Leute, ich habe jetzt keinen Bock auf die ganze Scheiße. Ich gehe jetzt wieder trainieren. In seinem Kinderzimmer, oder? Ja, das ist mega unangenehm. Den Clip von dir nicht gesehen? Er hat mich da ein paar Mal reingeschnitten, aber das ist doch belanglos. Das trägt doch nichts dazu bei. Als Antwort auf den Mercedes hat er gesagt, hier ist eine Insta-Story. Was? Das ist halt einfach Geblende. Das sind einfach Nebelgranaten. Da ist nichts mit Beweisen oder Belegen. Das ist einfach nur Gelaber. War die insolvent jetzt Prank oder nicht? Was wie Prank? Der hat Insolvenz angemeldet, da ist nichts Prank. Das ist, du prankst nicht eine Behörde. So, du gehst nicht hin und meldest Insolvenz an, das ist nichts Prank. Und auch in diesem Video möchte ich hinzufügen, und das ist halt etwas, was auch im letzten gesagt wird, die einfachste Herangehensweise wäre, sich einfach in dieses Auto zu setzen und zu sagen, hier bin ich, in meinem Auto. Das ist doch super easy. Leute, das kann man doch nicht, Jungs, wenn du Zugriff auf ein Fahrzeug hast und du bist jemand, der damit angibt, wie er jemand nun mal ist, also er gibt halt damit an, das ist doch jetzt auch kein Geheimnis, dann setzt du doch ganz einfach dich mal in die Karre und sagst, lol, was ihr labert. Ich meine, hä? Ist der Leasingvertrag ausgelaufen oder was ist denn das? Das ist doch die einfachste Hopsnehmerei überhaupt. Du musst doch kein kompliziertes Video aufnehmen. Du musst doch nicht, musst doch nichts machen. Wenn es dir so wichtig ist mit deinem ganzen Geld und als Main Character und boah, du bist ja der Krasseste, man muss der Krasseste sein, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier, guckt mich an, ich hab's geschafft und ihr zahlt eure Steuern, ich habe den Insi-Modus aktiviert, ich bin Alpha, ihr seid Beta. Alter, und dann so eine Show abziehen, das ist doch komplett peinlich. Das ist doch nur peinlich. Aber es ist eine schmackhafte Reaction.